Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Heute zeige ich euch, wie wir diese süßen Vintage-Eierbecher ganz schnell selbst gehäkelt haben. Ihr braucht dazu gar nicht viel, einfach etwas Baumwolle, eine Häkelnadelnummer, so 3,5, eine Schere und zum Füllen, wie ihr hier im Hintergrund seht, etwas Heu. Ich finde die ganzen Eierbecher recht süß und in dieser Farbe, das Blau mit ein wenig Weiß, ich weiß nicht, seht ihr das? Verleiht dem Ganzen ein wenig ein Vintage-Flair. Und da möchte ich gar nicht lange quatschen. Wie immer, alle wichtigen Infos findet ihr unten im Video, in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten. Wir beginnen mit einem Magic Ring und machen eine Luftmasche. In diesen Magic Ring häkeln wir insgesamt 6 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6. Ziehen das Ganze zusammen und schließen das Ganze in die erste feste Masche mit einer Kettmasche. Beginnen die Runde mit einer Anfangsluftmasche und in dieser Runde verdoppeln wir jede Masche, damit wir am runden Ende 12 feste Maschen haben. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Schließen das Ganze wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, machen wieder eine Anfangsluftmasche und in dieser Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, in die erste Masche nur eine feste Masche und in die zweite Masche 2 feste Maschen. In die nächste Masche eine feste Masche und in die Masche danach wieder 2 feste Maschen. Nach dieser Runde sollten wir insgesamt 18 feste Maschen haben. 1, 2, 2 und 1 und hier wieder 2. Wir verbinden das Ganze wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, machen eine Luftmasche und in dieser Runde wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite Masche eine feste Masche und in die dritte Masche 2 feste Maschen. Hier könnt ihr das gut erkennen. Immer, wo in der Vorrunde die Verdoppelung war, machen wir das in der nächsten Runde auch. In der darauffolgenden Runde verdoppeln wir jede vierte Masche. Also diese Runde noch und die nächste Runde und danach sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir nun jede vierte Masche verdoppelt haben, dann schließen wir diese Runde
mit einer Kettmasche, machen eine Anfangsluftmasche und die kommende Runde wird insgesamt dreimal gehäkelt. Wir häkeln in jede Masche eine feste Masche, aber nur ins hintere Maschenglied. Ohne Verdoppelung, einfach in das hintere Maschenglied. Wenn ihr das hier so seht, diese Masche, die aussieht wie so ein Herz, nicht durch beide hindurch, sondern nur in das hintere Maschenglied. Und keine Zunahmen mehr machen, sondern wirklich nur in jede Masche, eine feste Masche, in das hintere Maschenglied. Das gibt dann hier beim Korb, diese drei Reihen gibt das. Nach diesen drei Runden schließen wir die Runde wieder mit einer Kettmasche, häkeln eine Anfangsluftmasche und jetzt häkeln wir zwei Runden in jede Masche eine feste Masche, aber durch beide Maschenglieder durch. Also so wie man normal eine feste Masche häkelt. Einfach durchstechen durch beide Maschenglieder und eine feste Masche arbeiten. Das Ganze bitte insgesamt zwei Runden machen. Nach diesen zwei Runden hat unser Körbchen auch schon eine schöne Form und wir kommen auch schon zu der Abschlussrunde. Die Abschlussrunde besteht aus einer Runde Krebsmaschen. Die häkelt man wie folgt. Wir machen eine Anfangsluftmasche und häkeln feste Maschen, aber nicht nach links, sondern nach rechts. Das heißt, wir stechen hier in die rechte Masche ein, holen den Faden und ziehen ihn durch beide durch. Wir stechen in die nächste Masche, holen den Faden und arbeiten das Ganze wie eine feste Masche ab. Das mag am Anfang etwas schwierig sein, aber mit etwas Übung funktioniert das Ganze recht gut. Ich zeige euch das nochmal genau. So, wir fahren hier in diese Masche, holen den Faden und arbeiten das Ganze wie eine feste Masche ab. Faden holen und arbeiten. Wenn ihr die Runde fertig gemacht habt, schließt ihr das Ganze mit einer Kettmasche und vernäht anschließend die Faden. Stopft das Ganze mit etwas Heu aus und ihr habt ein schönes Körbchen für euer Frühstücksei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle wichtigen Infos findet ihr unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.